Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Format auf diesem wunderschönen Kanal, den ihr hoffentlich abonniert habt. Da so könnt ihr sonst. Ne? Aber egal. Auf jeden Fall, Sven und ich, das ist Hallo. Der Dulli da, den ich hoffentlich Hallo. Gut eingefügt habe. Wenn nicht, dann ist ein schönes Standbild. Auf jeden Fall, wir haben ein neues Format, das nennt sich Unglücksrad. Ich komme mit links und rechts. Egal. Auf jeden Fall. Links und rechts Schwäche? Ja, zumindest wenn es so gespiegelt ist. Ja, ist schlimm, diese Links-Rechts-Schwäche. Im gespiegelten Modus, ja. Auf jeden Fall, im Unglücksrad geht es darum, gleich wird sich ein Rad drehen. Wer hätte es gedacht bei dem Namen? Ich drehe ein Rad. Das wird dann einmal monatlich stattfinden. Das heißt, wenn es gut ankommt bei euch, das ist so der Plan. Und das, was dann drankommt, wird dann auch gespielt für denjenigen, der gerade dran ist. Das heißt, bei mir wird das Rad gedreht und dann heißt es für mich, ich muss das Spiel spielen, was da dann bei rumkommt. Und das genau das gleiche ist dann für Sven. Bitte kein Ruhm. Das wird dann ganz easy. Das sind gute Spiele bei, das sind aber auch schlechte Spiele bei, was Unglücksrad natürlich dann auch wieder ausmacht. Weil es natürlich auch logischerweise diese Phase gibt, wo man sagt, bei den großen Anzahl an Spielen gibt es natürlich mehr Spiele, die man nicht mag, als die man mag. Und so ist es auch beim Unglücksrad. Da sind ein paar gute Sachen bei, wie zum Beispiel Valorant oder Hard Showdown ist da drin. Das sind aber auch schlechte Spiele bei, die nicht schön programmiert sind, wo man sich nicht viel hinter gedacht hat, wie zum Beispiel CS. Oder Roblox. Aus unserer Sicht, oh, ne? Mann, das ist natürlich als Geschmackssache, aber man kennt es natürlich. Deswegen. Ja, wie lange muss man denn aufnehmen dann? Also. Wir werden es eine ansprechende Zeit aufnehmen. Das heißt, also mindestens eine halbe Stunde, weil wir wollen natürlich ein schönes Video für euch dann natürlich machen. Für euch wird es dann halt dieses schöne gecuttete Gameplay halt sein, schön edit, wie man das halt kennt. Und Sven und ich wissen natürlich aus YouTube-Erfahrung, okay, mindestens eine halbe Stunde, ab dann muss man ungefähr rechnen, okay, kann ich da mit diesem Material schon ein gutes Video für euch machen? Darum geht's hauptsächlich. Oh Gott, ich sehe mich bei einer Stunde Roblox spielen. Aber wir können ja erstmal schon zum Rad wechseln. So, ja, machen wir das mal. Siehst du das schon, Sven? Ich sehe ein Rad, ja. So, Sven hat nämlich ein Rad ab. Auf jeden Fall sind da sehr schöne Spiele bei. 32 müssen es an der Zahl sein. Wir sind Roblox, wir sind Fortnite, wir sind Unturn, Cycle. Wie gesagt, Hand Showdown ist sogar zweimal drin. Einmal normaler Spielmodus, einmal Quickplay. Genauso ist es bei Valorant auch zweimal drin. Wir haben Fußball in Form PS drin. Wir haben auch so Dating-Simulatoren mit. Ja, Sven. Ich sehe gerade, also ich habe gerade so mit meinen Äuglein hingeluckt hier auf das Rad, ne? Ja. Und das erste, was ich gesehen habe, ist dieses Hard-to-Full Boyfriend. Was ist das? Das ist ein Dating-Simulator, wo du entweder Männer oder Taubmann flirten darfst. Das hast du dir aussuchen. Das ist. ist von den Machern von Fall Guys, deswegen ist das auch sehr gut. Aber auf jeden Fall, das sind so die Spiele. Möchtest du anfangen, Sven, oder soll ich anfangen mit dem Drehen? Dreh du mal erst, aber ist auch Pokémon dabei zufällig? Nein, ich habe nur. Scheiße! Ich habe nur Spiele rausgenommen, die auch gut ankommen sollen. Pokémon kam auch gut an. Pokémon kam nie gut an, sehr die Livestreams, Sven. Ja, du willst Pokémon schneiden. Easy peasy. Ja, weißt du, so ein Shiny-Jagd oder irgendwie so. Ja, ja. Easy. Ja, auf jeden Fall, das wird dann. Ich werde dann ein wunderschönes Video machen, was ich dann gleich bekomme. Mal schauen, was es dann wird. Und eine Woche später wird dann zum Beispiel Sven drankommen. So einfach ist die Sache. Wenn es gut ankommt bei euch, werden wir das auch gerne nochmal wiederholen. Das liegt dann an euch. Auf jeden Fall, ich bin ready. Sven schaut sich das Spektakel jetzt an. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Spiel. So, der Draht ist schon da. Hm? Ja. Ich habe Angst. Okay, du stehst bei mir auf Boyfriend. Ja, jetzt habe ich gedreht. Jetzt dreht genau. Sich. Bin gespannt. Boah, das war sogar Geräusche. Ja, Sigi, Junge! Und links ist auf jeden Fall der Pfeil. Genau, da geht's. Dieses Spiel wird dann auf jeden Fall genommen.
wie lange dreht sich das auch? Ich habe Kraft gedreht. Meine Fingerchen sind voller Macht. Das liegt am Schneiden und einem krassen Gameplay, den ich natürlich immer zeige. Wird langsamer. Was war gerade bei Warzone? Roblox ist schon mal nicht drin. Es wird nicht Roblox. Das ist gut. Fortnite wird's nicht. Warzone. Hyperscape. Valorant. Hunt. Hey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn? CS. Ja, geil, ich mach CS. Geil. Den Battle Royale von CSGO wird angespielt von mir. Es ist fast ein Dating-Simulator geworden. Knapp. Hier ist das nicht Wingman oder. Nee, Wingman ist das, was ich mit deinem Brüderchen gespielt habe. Ah, okay. Das war der Matchmaking 2 gegen 2. Und was wir beide gespielt haben, Sven, das war der Battle Royale. Ach, ja, okay. Ja, viel Spaß. Ja, ich meine, es ist okay für mich. Auf jeden Fall wird es dann nächste Woche ein schönes CSGO Battle Royale Spiel geben. Kommt geil. Übrigens im September raus, diese Folge. Also, wir nehmen es jetzt Ende August auf, damit ihr schon mal Bescheid wisst, dass wir auf jeden Fall genug Zeit dafür haben. So, Svenny. Yeah. Bereit? Ja. Ich bin bereit und ich hab Schiss. Okay, das freut mich. So, okay, Spin, warte. Aber so richtig, ne? Nicht so langsam, sondern so richtig schön mit Schmackes. Warte. Ach, schade, ich wollte so Roblox drehen. Oh, du. Ah, Svenny Spiel. Oh, bitte kein Roblox, bitte kein Roblox, bitte kein Roblox. Roblox. Bitte Roblox, bitte Roblox. Und ich spiel, wenn ihr Vorschläge natürlich, ich hab auch gerne die Kommentare, damit wir irgendwann, wenn wir noch was, da noch extra reinpacken sollen. Ihr habt ja gesehen, was da jetzt vorbei ist. Im Zweifelsfall sollst du auch mal pausieren oder so. Von daher ganz, ganz easy. Und die Spiele werden wir auch nicht rausnehmen, also es kann zum Beispiel sein, dass nächste Woche nochmal CS kommt oder nochmal CS, noch dreimal CS. Oder dass wenn diesen Monat Roblox machen muss oder nächsten Monat auch nochmal. Sowas zum Beispiel. Ne, dann reiche ich die Rente ein, also. Das wird langsamer. Oh. Oh, das war Roblox. Das wird kein. Oh. Das wird langsamer. Ist das Cycle? Fortnite? Nein, 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 nein! Nein! Sven spielt Dating zum Monat. Nee, Sven spielt. King of Preps? Sven spielt Trackmania! Hey, ist okay. Warte, er bewegt sich noch, oder? Nee, kein Valorant. Kein Valorant. Aber knapp! Wie knapp, knapp. Es ist Trackmania! Sven hat fast Rank spielen müssen in Valorant. Das wäre auch witzig geworden. Aber Sven spielt auf jeden Fall Trackmania. Jetzt bei Trackmania habe ich eine Frage. Ja. Da gibt es auf einmal diese kostenlose Version. Kann man damit auch online spielen oder. Was mäßig. Da darfst du dir auch so, wie genau du das machen möchtest. Also, du hast sowieso nicht viel Interaktion mit anderen Spielern. Deswegen kannst du dir einfach raussuchen, ob du einfach die normalen Strecken fahren möchtest. Ja, dann fahre ich, glaube ich, einfach die normalen Strecken, oder? Ja. Also, Sven bricht Rekorde, Weltrekorde bricht der Sven in Trackmania. Während ich richtig krass Wins hole in CSGO. Das ist auf jeden Fall die erste Runde. Nein. Hätte besser ausgehen können für euch. Hätte aber dementsprechend auch schlecht ausgehen können für uns. Okay, aber naja, nächsten Monat, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, lasst eine Bewertung da und wir werden es dann gerne nochmal wiederholen. Das würden wir dann sonst immer am Monatsanfang machen, so als Einstieg in den Monat mit guter Laune oder was weiß ich. Ist auf jeden Fall hoffentlich ganz nice. Schreibt uns, wie gesagt, in die Kommentare, wie ihr das findet, das Format. Aber wenn ihr noch Spielvorschläge habt, noch die da nicht drin stehen, sonst gerne da rein. Vielen Dank fürs Einschalten, sagen wir aber jetzt bis zum nächsten Mal, dann gibt es CSGO, vielleicht aber auch schon zu einem anderen Video, würde uns natürlich auch freuen. Haut rein und ciao. Tschüss. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game.